Herzlich willkommen bei Barbecue aus Baden. Heute gibt es bei mir ein schönes Roastbeef. Ich habe mir eine Auflage dazu überlegt. Ich würde sagen, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Ja, bei mir gibt es heute Roastbeef mit einer Meerrettich-Brezelkruste. Dazu brauche ich halt Brezeln, ich brauche Thymian, Butter und Meerrettich-Frischer. Ich werde mal mit der Kruste beginnen. Da habe ich meine Brezeln klein geschnitten. Idealerweise eine Brezel vom Vortag, lass dich leichter schneiden. Dann den Meerrettich fein hobeln. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das sind ja, so 100 Gramm. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. Da braucht ihr gar nicht so viel, weil die Brezel ist ja eigentlich genug gesalzen. Dann habe ich noch ein bisschen brauner Zucker. Butter. Die Butter soll Zimmertemperatur haben, dass sie sich gut verarbeiten lässt. Das seht ihr jetzt, mit dem Löffel könnt ihr das ein bisschen unterheben. Genau, alle schön gleichmäßig verteilen. Dann brauche ich noch 3 Löffel Sonnenblumenöl. Das dient alles der Geschmeidigkeit. Ihr wollt dann später eine homogene Kruste haben. Ja, die soll nicht so trocken aussehen, die wird dann nicht heben. So, dann brauche ich noch ein bisschen Sahne-Meerrettich. Zu dem Frischen ist es einfach so eine Geschmacksuntermalung. Es gibt einen super Geschmack später auf der Kruste. Das mache ich jetzt mit den Händen, dass auch die Brezeln, die vom Vortag sind, einfach noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit abbekommen, dass das Ganze ein bisschen geschmeidig wird. Und jetzt wird noch ein Löffel Frischkäse mit dazu kommen, das runde das Ganze ab. Es gibt so eine Frischkäse, unterstützt natürlich den Meerrettich. Und das lasse ich noch ein paar Minuten einfach im Kühlschrank stehen, dass die Brezeln auch die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dann beginne ich schon mit dem Grillen. Den Grill habe ich natürlich vorgeheizt. Dann habe ich ein bisschen Trennspray, dass einfach das Roastbeef nicht am Grillrost haften bleibt. Ihr seht, es ist eine Mordshitze auf meinem Gasgrill. Jetzt verteile ich die Roastbeefs. Die müsst ihr auch nur ja, so 1,5 bis 2 Minuten anbraten. Ja, das genügt, hat wunderbare Röstaromen bekommen. Also die Steaks sind zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch roh und kalt in der Mitte. So soll es natürlich auch sein, weil ich die Kruste noch drauf machen möchte. Jetzt sammle ich sie ein. Alle schön runter vom Grill, eine nach dem anderen. So, der letzte kommt jetzt auch noch runter. Und dann beginne ich schon, die Kruste drauf zu machen. Ihr seht, ich habe den Kerntemperaturfühler schon in das dickste Stück reingemacht. Ja, das müsst ihr auch gar nicht so drauf drücken. Das soll aussehen wie so kleine Bergspitzen. Genau, schön. Schön ein bisschen formen. So sieht das Ganze jetzt aus bei mir. Dann kommt schon zurück auf den Grill. Ja, mein Grill läuft so 160, 170 Grad und nach so, ja, ich weiß nicht genau, sind es 5 oder 6 Minuten, bepinsel ich sie mit flüssiger Butter. Das gibt so ein nussiges Aroma auf der Kruste und vor allem, sie trocknen natürlich nicht aus. Na gut, die Kerntemperatur hatte ich jetzt auf 56 Grad eingestellt. Ihr seht, die ersten habe ich schon runtergenommen, die waren einfach vom Garpunkt, waren die schon soweit. Und jetzt gehen wir dann zusammen rein. Da lasse ich sie noch so 4-5 Minuten liegen. Und dann machen wir den legendären Mittelschnitt bei mir. Ja, ich bin mal gespannt, wie es geworden ist. Aber bei 56 Grad dürfte eigentlich nichts passieren. Jawohl, genau so muss sein. Super, rosa. Die Kruste hält einwandfrei. Ich bin ja ein Fan von Krusten auf dem Fleisch. Es schmeckt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen interessanter wie ohne Auflage. Ja. Und vor allem, ihr habt da eine gewisse Frische drin, die einfach das frische Meerrettich bringt. Ihr habt eine Schärfe drin, das leicht salzige von der Brezel, dann von dem Frischkäse, der rundet das ganze Gericht ein bisschen ab. Also ich finde es einfach, ja, so für so ein Grill-Event im Sommer ist es einfach hervorragend. Ich kann es nur empfehlen, macht's mal nach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke, eure Gäste, die werden euch beide Daumen hoch geben. Ja.
und ich bin am Ende meines Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Würde mich riesig freuen drüber. Kommentiert meine Videos, dass ich weiß, wo ich mich verbessern muss. Oder wenn ihr mal einen Wunsch habt und sagt, hey komm, probier es doch einfach mal aus, würde mich mal interessieren, mache ich das natürlich gerne. Und ja, das war's von meiner Seite her. Würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich bin raus, euer Thomas. Tschüss.